Hey ho, willkommen auf meinem Kanal Stimme und Erfolg und hier geht es um deine Stimme und deinen Erfolg. Hallo zum dritten Teil unserer Übung Befreiung der Stimme nach Christine Linklater. Ich hoffe, du hast die ersten beiden Videos geschaut, weil das wäre wirklich wichtig, damit du einen guten Einstieg hast in das, was jetzt noch folgt. Also, falls du es noch nicht getan hast, geh zurück zum ersten, zweiten Video und mache die Übung vorerst und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn du das allerdings alles schon gemacht hast, dann bleibe dran und folge den weiteren Instruktionen. Also wir waren ja da stehen geblieben, dass wir einen Seufzer losgeschickt haben an die Zimmerdecke. Also dass wir schon mal anfangen, unseren Atem, den wir sowieso losschicken, hörbar zu machen. Und nun wollen wir allerdings mal schauen, dass wir ein bisschen mehr Stimme reinholen, also mehr Vibration reinholen, denn das ist eigentlich immer nur eine Entscheidung, die wir treffen, ein klarer Gedanke, der dahinter steckt. Also das heißt, ich kann entweder, also ja, ich kann ganz viel Atem losschicken, da ist ein bisschen Ton dabei, ich würde sagen, vielleicht ein Verhältnis von 80-20, ne? Also 80% Atem, 20% Ton. Aber ich kann auch entscheiden, dass ich zum Beispiel 60% Atem habe und 40% Ton. Das könnte vielleicht so klingen. Oder dass ich genau das Verhältnis umkehre, nämlich 40% Atem, 60% Ton. Das könnte so klingen. Oder ich entscheide mich, 100% Schwingung einzusetzen. Wie gesagt, das ist nur eine Entscheidung vom Kopf her. Berücksichtige das. Es geht nicht darum, dass du Druck aufbaust in deiner Kehle, sondern dass du den Atem, die Kraft, die du losschickst, dass du die in Ton umwandelst. Okay, wir probieren das gemeinsam. Oder ich mache es dir einmal vor. Wir achten wieder drauf. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich wichtig. Dein Job während der gesamten Übung ist, dass du deinen Kopf leicht in den Nacken legst. Wie gesagt, übertreib es nicht. Mach dir eine Stütze mit einem Schal oder mit so einem Reißelkissen oder so. Und leg deinen Kopf in den Nacken, lass den Kiefer los. Achte auch darauf, dass deine Zunge nicht der Schwerkraft folgend dir in den Rachen rutscht, weil dann kriegen wir den Knödler, ne? Den berühmten Knödler, das wollen wir natürlich nicht. Die Zunge bleibt vorne, also die Zungenspitze bleibt vorne an den vorderen Schneidezähnen. Okay, wenn wir das haben, dann schicken wir wieder unseren Atem los und machen ihn hörbar in Schwingung. Und zwar. Also, ich lasse nicht meine Luft entscheiden, was da rauskommt, sondern ich übernehme jetzt die Führung und sage, okay, den Atem, den ich losschicke, den möchte ich auch wirklich in Ton umwandeln. Und ich habe Einfluss darauf, wie viel Ton erklingt. Ja, wir können das wirklich steuern. Experimentiere da ruhig ein bisschen mit herum. Das ist sowieso für den Gesang auch gut. Ja, wenn du zum Beispiel Songs singst, wo es eher um eine leichte Stimmgebung geht, wo du eher einen behauchten Ton singen möchtest. Also spiel so ein bisschen mit diesen Verhältnissen herum. Also 60-40, 70-30, 50-50 und so weiter. Dass du für dich selber herausfindest oder einschätzen lernst, was mache ich da eigentlich? Ja, wie viel Kraft muss ich geben, wie viel Ton muss ich geben? Aber zurück zu unserer Übung. Wenn du das gemacht hast, wir sind ja immer noch dabei, einen Seufzer loszuschicken. Also das heißt, wir schmieren ein bisschen mit dem Ton ab. Ja? Okay, wenn das gut funktioniert und du keine Spannung in deiner Kehle spürst und nochmal, ja, zum Einbrennen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber zum Einbrennen, es ist wirklich wichtig, dass du keinerlei Spannung in deiner Kehle spürst. Also wir wollen nicht Folgendes haben, zum Beispiel irgendwie sowas, ja, dass du zwar deine Energie losschickst, aber sie hier in deiner Kehle staust und eigentlich nicht wirklich rauslässt, weil dazu ist diese Übung gut. Deswegen finde ich sie so fantastisch und möchte das mit euch teilen, weil wenn du wirklich dein Kiefer und deine Zunge und deine Kehle loslässt und befreist von Spannung, dann muss die Energie aus deinem Körper kommen, von deinem Zwerchfell. Das ist die Idee dahinter.
zum besseren Verständnis nochmal. Okay? So, und jetzt halten wir eine Tonhöhe. Wir schmieren also nicht mehr ab mit dem Ton, sondern wir halten eine Tonhöhe. Such dir einen Ton, der für dich entspannt ist, der ganz spontan aus dir herausströmt. Das muss nicht meiner sein, aber ich demonstriere es dir in einer Lage, die für mich gut ist. Okay, Kopf in den Nacken, Kiefer loslassen, Knie sind locker. Also wie gesagt, das muss nicht meine Tonhöhe sein, die du wählst. Mach das wirklich sehr spontan, geh dann nach deinem Gefühl, was dir gut tut. Aber das ist eigentlich eine mittlere Lage, die ich jetzt gewählt habe. Die sollte eigentlich für jeden mehr oder weniger okay sein, nachzuvollziehen. So, während du diesen Ton hältst, die Idee dahinter ist, dass du die Intensität, mit der du einmal loslegst, auch hältst über die Dauer des Tones. Also wir wollen nicht Folgendes haben. Also dass das Ganze einschläft, sondern wir brauchen, um einen Ton in einer gewissen Intensität loszuschicken und im Raum stehen zu lassen, brauchen wir eine gewisse Aufmerksamkeit, wir brauchen eine gewisse Energie dahinter. Und apropos Energie, ich hatte im letzten Video gesagt, suche dir einen Punkt an deiner Zimmerdecke oder wo auch immer du bist und das ausprobierst, suche dir einen Punkt in der Ferne, dass du da leicht hochschaust. Und gleichzeitig behältst du jetzt dein Bauch, dein tiefstes Inneres als zweiten Punkt in deinem Bewusstsein. Also diese beiden Punkte, Zimmerdecke und der Bereich in deinem Bauch, wo sozusagen deine Energie herkommt, deine Kraft, dein Atem für den Ton. Beide Punkte gleichzeitig. Ich mache es dir nochmal vor. Okay, also Kiefer loslassen, Zunge liegt vorne, Kopf liegt zurück. Lass den Ton einfach strömen. Und ohne Spannung in der Kehle. Nicht irgendwie sowas. Ja, das wollen wir nicht, damit ruinieren wir unsere Stimme, beziehungsweise strengen wir uns unnötig an und traumatisieren womöglich noch unsere Stimmlippen damit. Das wollen wir natürlich nicht. Okay. Wir machen das jetzt mit verschiedenen Tonhöhen. Halbtonschrittweise gehe ich rauf. Folge mir einfach, so gut du kannst. Wenn es dir zu hoch wird, wenn es dir irgendwie zu anstrengend wird, dann mach eine Pause oder spul das Video zurück. Fang nochmal bei den tieferen Tönen an. Okay. Und so weiter. Okay, das soll es erstmal gewesen sein für dieses Video. Probier das aus, experimentiere damit rum. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder mit irgendetwas nicht klarkommst oder etwas nicht verstanden hast, dann bitte schreibe einen Kommentar und ich werde auf jeden Fall darauf reagieren. Da kannst du sicher sein, dass ich dir deine Fragen beantworten werde. Ich freue mich, dich im vierten Video wiederzusehen. Bis dahin.